Für den italienischen Wintersport war die heurige Saison eine besonders erfolgreiche. Die Fisi-Athleten standen im Weltcup sage und schreibe 134 Mal auf dem Podest, holten insgesamt 51 Weltcup-Siege und sie gewannen 11 Weltcup-Kugeln. 6 davon gehen auf das Konto der Südtiroler Wintersportler. Bei der Fachmesse Pro Winter wurden diese Athleten gefeiert. Leider konnten nicht alle anwesend sein. Die Biathletin Dorothea Wierer fehlte, weil sie einen Einladungswettbewerb in Russland bestritt. Und auch die Naturbahnrodlerin Evelyn Landtaler musste wegen eines Arzttermins passen. Dafür waren die 4 Südtiroler Herren anwesend, die heuer eine Kristallkugel nach Hause gebracht haben. Der Finnöser Snowboarder Roland Fischnaller, Peter Fill aus Kastelrund und die Naturbahnrodler Patrick Binnetter und Florian Klara. Der Kastelrutter Peter Fill schrieb Skisportgeschichte, denn er konnte als erster Ansurer die Abfahrtskristallkugel erringen. Das hatte in 50 Jahren Weltcup noch keiner geschafft. Nur bei den Damen war die Grönerin Isolde Costa zweimal ganz oben in der Abfahrtsschlusswertung zu finden. Fill kann auf eine unglaubliche Saison zurückblicken, denn er hat heuer auch die Abfahrt in Kitzbühel gewonnen. Ich sage einfach, dass man über die ganze Saison über der Beste war und das ist schon eine bärige Sache. Also, dass man das einmal sagen kann, man ist der beste Abfahrer gewesen, ist schon ein schönes Gefühl. Diese Erfolge verdankt Peter Fill sicherlich auch seinem neuen Skiman Daniel Zurnin. Im Unterschied zu den vergangenen Jahren war der Kastelrutter heuer im Flachen immer sehr schnell unterwegs. Was heuer sicher überraschend war, dass ich auch im Flachen schnell war, wo ich die letzten Jahre eigentlich immer wieder Probleme gehabt habe. Und dann bin ich heuer extrem schnell gewesen. Und in Steilen muss man halt viel riskieren, dass man schneller ist. Und dann habe ich oft viel riskiert. Und im Flachen hingegen, wenn man dann schneller ist, dann muss man nicht viel riskieren. Und das ist eigentlich sehr fein. Und man muss nicht recht viel mehr tun, um dass man im Flachen schneller ist. Und wenn man alles zusammentut, dann kommt eben das aus. Und das war wichtig. Peter Fill ist mit über 300 Weltcup-Starts einer der erfahrensten Fahrer im alpinen Skizirkus. Mit 33 Jahren denkt er aber noch nicht ans Aufhören. Im Gegenteil, er will in den nächsten Jahren noch einmal richtig angreifen. Auf jeden Fall. Also ich würde schon noch gern 3, 4, 5 Jahre fahren. Ich muss schauen, wie es körperlich geht, wie es mit alles zusammen ausschaut. Aber halt, es schaut momentan aus, wie alle Jahre schneller werden dort. Und deswegen kann es auch so weitergehen. Fill ist nicht nur bei seinen Fans sehr beliebt. Die Feiern in seinem Heimatdorf Kastelrund zeigen, dass er bei den Leuten gut ankommt. Sie freuen sich mit ihm. Deshalb zählt er auch nächste Woche bei der Südtiroler Sportlerwahl zu den ganz heißen Favoriten. Südtiroler Sportler des Jahres, das wäre die Krönung dieser so erfolgreichen Saison. Ich bin einmal Zweiter geworden, zweimal Dritter, aber bis ganz oben hat es nie gereicht. Ich habe einiges gemacht. Also ich glaube, die Saison war gut. Es sind ein paar Highlights dabei gewesen und das war sicherlich nochmal ein Highlight, was ich gerne mal gewinnen tat. Während Fill stolz seinen ersten Abfahrtsweltcup präsentiert, kann sich der Finnöser Snowboarder Roland Fischnaller schon über seine zweite Kristallkugel im Slalom-Weltcup freuen. Der 35-Jährige war heuer wieder einmal sehr konstant, gewann den Slalom in Moskau und belegte den zweiten Rang in Bad Gastein und Winterberg. Letztes Jahr die Weltmeisterschaft gewinnen war für mich persönlich war leichter. Weil dann bist du halt einen Tag, beißt auf die Zähne, zack, passt. Aber da muss die ganze Saison brannt da sein und eben den Sack zuzuziehen, eben die Kristallkugel mit heimzunehmen. Bei mir war eben die Möglichkeit, dass noch drei andere gewinnen und eben das noch alles auf den letzten Rennen zu konzentrieren, ist nicht leicht. Und selbst noch eben mal heimzuziehen, ist eben eine große Genugtuung, muss ich sagen. Und bin schon sehr stolz auf die Kugel, weil es eben sehr, sehr zart ist. Sein Erfolgsrezept ist die Freude am Sport. Obwohl die Saison schon zu Ende ist, steigt er immer noch aufs Brettl, testet Material. Und er hat noch zwei große Ziele, den Gesamtweltcup und eine Olympiamedaille. Das Ziel war, der Gesamtweltcup zu gewinnen, eben die große Schwester von der zu gewinnen. Habe ich nicht geschafft, bin zweiter Woche eben schon zum vierten Mal und deswegen ist es eine gute Motivation für die nächsten Jahre eben. Im Gesamtweltcup zu gewinnen und eben eine Olympiamedaille war das große Ziel. Roland Fischnaller ist für seine Mannschaftskollegen ein Vorbild. Er fühlt sich in der Rolle des Kapitäns sichtlich wohl, ist stolz, zum Aufbau einer so starken Truppe beigetragen zu haben. Gleich 6 Azzurri beendeten heuer den Weltcup in den ersten 30 Positionen. Keine andere Mannschaft auf der Welt war so erfolgreich. Ich bin schon sehr, sehr stolz, dass ich einer von der Mannschaft bin, logischerweise. Kann ich sagen, ich habe die Mannschaft auch ein bisschen mit aufgebaut, nicht? Weil es, die Jungen schauen alles an
für mich logischerweise, ja, Bonner, ich mal im Handy wieder durchgeschaut, nicht? Da meine Schuhe fotografiert, die Einstellungen, meine Schützen fotografiert, aber ist toll, das taugt mir nicht. Und logischerweise hilf ich gern, wo ich kann. In den Jungen, vor allem der Felicetti Mirko aus Fassatol und der Bormolini von Livigno, aber auch der Mick hat gewonnen, der Corati Edi hat gewonnen. Ich stoppe nicht, tue beim Training. Ich gebe Vollgas, logischerweise, aber die Jungen müssen auch Vollgas geben, weil sie logischerweise wollen nicht letzter sein. Und das ist eine super Situation für uns. Und so pusht jeder gegenseitig den anderen. Und deswegen, für mich persönlich wäre es zart, in zwei Jahren mit überhaupt zu qualifizieren für die Olympiade, weil logischerweise die Jungen, sie machen jedes Jahr einen großen Schritt weiter. Meinige, recht weiter werden. Geht nicht leicht, aber halt immer schauen, meine Form zu halten. Weil bei den letzten Spielen noch sowohl der Slalom als auch der Riesentorlauf gefahren wurden, wird in Korea nur mehr der Riesentorlauf ausgetragen. Die Amerikaner haben uns den Strich durch die Rechnung gemacht. Sie haben die in Slalom nicht mehr gewollt, weil sie da absolut nicht konkurrenzfähig sind, weil sie praktisch keinen haben und logischerweise in der Freestyle-Disziplin große Chancen haben, eine Medaille zu gewinnen. Aber das Kapitel ist für mich vom Tisch. Es ist zwar die Möglichkeit, dass es bei der Olympiade 2022 in Korea wieder das Slalom ist, nachher weiß ich nicht genau, bin in zwei Jahren auch her. Ohne olympische Winterspiele müssen hingegen die beiden Naturbahnrodler Patrick Pignetta und Florian Klara auskommen. Sie sind in ihrer Disziplin, aber die Superstars im Doppelsitzer holten sie sich heuer ihre achte Kristallkugel, blieben den gesamten Winter ungeschlagen, gewannen alle Weltcuprennen und dazu noch den Europameistertitel. Jetzt mal, weil wir gestartet sind, haben wir gewonnen und ja, es ist nicht so leicht, wie es ausschaut, aber es steckt viel, viel Arbeit dahinter. Schon im Sommer mit der ganzen Vorbereitung und noch mit den ganzen Materialien, was wir testen müssen, allein allem. Weil da sind wir selber zuständig, was wir da für Material fahren. Und da ist allem zu tüfteln, gibt es allem etwas zu probieren und es ist heuer wieder ganz gut gegangen und wir sind die ganze Saison durch, von Anfang an, allem vor drum gewesen. Klaras Partner Patrick Pignetta hat nicht nur die 8 Kristallkugeln vom Doppel zu Hause stehen, sondern auch noch 11 weitere Kugeln, die er seit 2005 ununterbrochen im Einsitzer gewonnen hat. Insgesamt also 19 Kristallkugeln. Ja, da haben wir ein großes Haus, nein, die alle leicht Platz. Deswegen können auch bei mir noch ein paar zurückkommen. Ja, ich muss schon sagen, jetzt, wenn man so zurückdenkt, oft einmal 11 Jahre und jetzt den Gesamtweltcup hintereinander gewonnen, das ist eigentlich schon eine lange Zeit und da muss man auch richtig konstant sein, um das zu schaffen und muss auch wieder Glück haben, dass man deshalb, dass man dann gesund ist und nie ausfällt und ich muss sagen, das ist mir in den letzten Jahren gelungen. Ich werde weiterkämpfen, ich bin 28 Jahre alt, kann noch 10 Jahre fahren und was dann rauskommt, werden wir schauen. Ich bin wieder motiviert für die nächste Saison heuer. Zuerst ist es ein bisschen töchter geworden und das ist das, was ich gebraucht habe. Vielleicht das motiviert mich jetzt wieder richtig zu arbeiten, zu kämpfen im Sommer und dann werden wir sehen. Besonders gern erinnert sich Pignetta an seinen ersten Weltcup zurück. Ich habe mit 16 Jahren den ersten Gesamtweltcup gewonnen. Da hat es niemand von mir erwartet, auch nicht. Und das wird sicher einer von den schönsten gewesen sein, aber auch alle anderen waren sehr schön. Ein unglaublicher Winter für Südtirol mit herausragenden Sportlern, auf die wir alle stolz sein müssen. 6 Weltcup-Kugeln, 68 Podestplätze bei Weltcup-Rennen, Ergebnisse, von denen die meisten Nationen der Welt nur träumen dürfen.